Es ist Samstag, wir haben richtig schönes Wetter. Len Lorenzen ist auch wieder am Start hier heute. Guten Tag. Wir wollen ein klein bisschen basteln wieder. Heute kommen ein paar Solarpanels aufs Dach. Heute schlafen wir bei Lisa im Garten. Im Garten? Ja. Du meinst im Wohnmobil? Ja, im Wohnmobil beim Garten. Okay. Und nach dem Tag ist Ostern, dann machen wir Ostertag. Was ich überhaupt nicht gerne tue, ist ein Loch in mein Wohnmobil zu schrauben. Aber es mir bleibt keine andere Wahl. Nein, komm, Henry! Scheiße, Teile hier abzuholen. So, Panels sind angebracht. Von oben zeige ich das jetzt nicht, weil ich will meine geheimen Skills nicht verraten. Das sieht doch schon mal ganz nice aus hier. Da ist übrigens was Wunderbares passiert. Mein Kind ist weggelaufen. Ist einfach weg. Ach, shit. Verdammt, da ist es. So. So, liebe Leute, ich muss mal pischen. So. Kabel müssen jetzt nur noch angeschlossen werden. Ich habe übrigens das falsche Loch gebohrt. Naja, jetzt habe ich zwei Löcher. Ist auch schön. Papa hat geschafft. So, verkabelt. Läuft. Läuft nicht. Das muss noch hier an die Wand. Jetzt. Sehr schön. Cool. Was muss noch an die Wand? Boah, was für ein Wetter. Was muss noch an die Wand? Hä? Was muss noch an die Wand? Die Kabel muss ich noch schöner machen, an die Wand. Klatschen. Na, mach mal. Ja, mach mal selber. Bitte! Nimm mal deine Wand, bitte! Kannst du ja mal aufräumen, Junge. Guck mal, wie das hier aussieht, Mensch. Ich räume mich auf. Das war deine Unordnung. Können wir so die Kühen? Hä? Können wir so die Kühen? Sind Kühen? Ja, können wir machen. Gesundheit, Kuh. Gesundheit. Ach, da sind die Spucktüren. Kommt her. Hier bin ich, Lorenzen, Lorenzen, Lorenzen. Tschüss. Und wieder umdrehen. Gut. Jetzt hör mich den anderen Drecker. Oh Mann, jetzt ist sie weg. Da ist noch eine. Wo? Da. Wo? Die Platte kannst du nicht mehr. Au. Die bleibt dir da stehen. Hört die Kanne an. So, wir haben unser Campingziel erreicht. Hier unser Setup. Coole Gartenstühle. Campingstühle meine ich. Kann man hier auch nochmal so ganz cool ausziehen. Oder ausfahren eher gesagt. Ja, ist ganz, ganz cool, ne? Achso, by the way, wer aktuell keine Campingplätze findet, kann sich ganz chillig hier bei den Vollmers in Barkelsbü in den Garten setzen, stellen. Einfach, das stört die überhaupt nicht. Einfach hierhin fett hinstellen und dann euer Camping-Setup aufbauen.
super. Was auch angeboten wird, ist hier mit dem Boot rauszufahren. Aktuell ist der See leider eingetrocknet wegen der Dürrephase.